Es sind Meldungen, die man kaum glauben mag. Wir sind ihnen nachgegangen. Willkommen, liebe Zuschauer, bei Arte Reportage und diesen Themen. Wenn das Leben auf dem Campus zum Albtraum wird, jede fünfte Studentin in den USA wird im Laufe ihrer Studienzeit Opfer sexueller Gewalt. Und niemand redet darüber. Bis jetzt. For speaking out against sexual violence. Schande, Ohnmacht, Wut nach dem Flüchtlingsdrama auf Lampedusa. Die Fotos von Sandra Heun versuchen zu fassen, was Worte nicht mehr beschreiben können. Unser Blick hinter die Schlagzeilen durch die Kamera eines Fotografen. Aber zuerst in eine Ecke der Welt, die gerade wieder in den Fluten versinkt, wie jedes Jahr. Die Philippinen erleben zwischen Mai und November im Schnitt 20 Taifune. Nicht selten steht das Wasser dabei 6 Meter hoch in den Straßen. Ganze Häuser gehen unter im Schlamm. Während sich die Klimaforscher noch streiten, wie viel schlimmer es in Zukunft noch wird, haben wir Menschen getroffen, deren Verzweiflung schon jetzt nicht mehr steigerbar ist. Die Slumbewohner von Manila. Ihre Wellblechhütten stehen genau da, wo es keine Rettung gibt, wenn das Wasser kommt. Wahre Todeszonen, vom Klimawandel geschaffen. Unmöglich, die 2 Millionen Menschen da rauszuholen, wenn es ernst wird. Umsiedlung heißt darum das Zauberwort. In einem gigantischen Kraftakt will die Regierung hunderttausende Familien aus den Slums in Neubauten am Stadtrand unterbringen. Doch viele von ihnen sehen darin keine Erlösung, sondern die Abschiebung ins Nichts. Lieber versinken wir im Wasser, als in noch größerer Armut, sagen sie. Hartmut Schwarzbach und Michael Unger von Argus Produktion mit der ganzen Geschichte. Die Sintflut wütet jedes Jahr. Der Taifun kommt. Es regnet seit 3 Tagen. In 24 Stunden fällt die durchschnittliche Regenmenge eines Monats. Tropensturm Marin hat sich über der Insel Luzon festgesetzt. Durch die Wolkenbrüche stehen schon 50% des Großraums Manila unter Wasser. Die Behörden reagieren schnell. Im Stadtteil Cavite rückt die Armee an. Gemeinsam mit der Navy, Coast Guard und örtlichen Helfern. Über 70.000 Menschen sitzen allein in diesem Stadtteil in ihren Häusern fest. Wir fahren jetzt in 3 Viertel, um einige Familien zu retten, die von der Flut eingeschlossen sind. 1,7 Millionen Menschen müssen ihre Häuser verlassen. 8 von 10 Filipinos sagen, sie hätten den Klimawandel schon am eigenen Leib gespürt. Heute werden es ein paar mehr. Die Flut kam letzte Nacht. Um 7 Uhr abends war das Wasser über dem Knie. Jetzt ist es über der Brust. So schlimm habe ich die Flut noch nie erlebt. Mein Team ist dort mit dem Schlauchboot. Wir durchsuchen das Gebiet nach Leuten, die evakuiert werden möchten. Am frühen Morgen kam zu viel Wasser in unser Haus. Da haben wir uns zur Evakuierung entschlossen. Jetzt fahren wir zu Verwandten. Dieses Glück haben nicht alle. Die meisten Bewohner werden von den Rettungskräften in Schulen und Auffangszentren gebracht. Vor ein paar Jahren verheerte der Tropensturm Ondoy das Land. Es gab Tausende von Todesopfern. Danach baute die Regierung neue Evakuierungszentren. Heute werden die Türen das erste Mal geöffnet. Wir bringen hier 462 Familien unter. Das sind 2144 Personen, die meisten sind Kinder. Diese Leute leben in den Gefahrenzonen nah an der Strandmauer und den Brackwassergebieten. Die meisten dicht am Ufer. Bei Hochwasser müssen wir sie evakuieren. Durch Spenden von Privatleuten und Hilfsorganisationen werden sie 4 Tage lang gut versorgt. Auch die ehemalige Kongressabgeordnete packt mit an. Flutopfer Vanessa Elago brachte sich und ihre Kinder in Sicherheit. Sie weiß, dass ein Teil des Problems hausgemacht ist. Die Abwasserkanäle sind mit Müll verstopft. Das Wasser kann nicht abfließen und steigt zu schnell. Deshalb haben wir die Flut. Dann hat die Polizei uns aufgefordert, das Gebiet zu evakuieren. Jetzt sind wir hier. Circa 1 Million Menschen im Großraum Manila leben in illegal errichteten Wellblechsiedlungen. Einer von ihnen ist Reynaldo Monsanto. Der Familienvater schleppt jeden Tag 500 Liter Wasser nach Hause. Für sich und die Nachbarn. Eine Wasserleitung zu seinem Haus gibt es nicht. Schließlich ist die Siedlung aus Sicht der Behörde illegal. Reynaldo ist an der Road 10 an der Manila Bay geboren. Hier hat er als Kind gespielt. Der Slum ist seine Heimat.
Ich bin mit meinem Leben hier zufrieden, weil zwei meiner Kinder schon Arbeit haben. Wir haben auch einen kleinen Laden und jeden Tag etwas zu essen. Wenn wir nach Bulacan umgesiedelt werden, ist das sehr weit von hier. Dann werden wir alle unsere Arbeit verlieren. Seit 15 Jahren leben wir hier. Wir haben mit nichts angefangen und jetzt haben wir dieses Geschäft. In unserer Familie helfen wir uns gegenseitig. Insbesondere unsere älteste Tochter hat uns finanziell geholfen, den Laden aufzubauen. In der Tat hatte Tochter Melinda Glück. Zwar verdient sie nur 5 Euro am Tag, doch dank Jeepney erreicht sie ihren Job in einer knappen halben Stunde. Ich arbeite hier bei Icebergs und verdiene 360 Pesos am Tag. Davon muss ich 120 Pesos für meinen Transport bezahlen. Ich lebe im Stadtteil Tondo. Wenn die Regierung unser Haus umsiedelt, muss ich wahrscheinlich hier aufhören, weil dann der Lohn nicht mehr reicht für meine Familie. Gut 100 Familien leben wie sie neben der Brücke am Pier 18. Gefahr droht nicht nur von den vorbeirasenden Lastwagen. Immer wieder kommt es zu Bränden durch Kurzschlüsse an Stromkabeln und Feuer durch offene Kochstellen. Die Hütte der Monsantos ist in 15 Jahren schon dreimal abgebrannt. Durch schlechte Hygiene und das Schmutzwasser ist die Kindersterblichkeit extrem hoch. Mehrfach wurde den Familien schon die Räumung angedroht. Sie leben in ständiger Angst, alles zu verlieren. Für ein normales Leben bräuchten sie einen legalen Status. Die Behörden dagegen meinen, die Menschen sollten hier schon längst weg sein. Bei Hochwasser oder einer Springflut steht das Gebiet sofort unter Wasser. Die Regierung hat einen Plan zum Abriss der Häuser und zur Umsiedlung der Bewohner. Für diese hier gibt es aber noch keinen Termin. Wir wissen noch nicht, wann wir sie umsiedeln können. Aber alle Häuser hier werden verschwinden. In der Nachbarschaft an der Road 10 hat die Zerstörung bereits begonnen. Die Abrisstrupps der Nationalen Wohnungsbehörde arbeiten auf Hochtouren. Die Familien haben der Umsiedlung zugestimmt und bekommen ein neues Haus. Sie packen ihre wenigen Habseligkeiten selbst. Ihr fahrt jetzt auch nach Bukaue? Ja. Jetzt? Und wo ist euer Haus? Da hinten. Nelly ist verunsichert. Sie weiß nicht, was die Familie am neuen Ort erwartet. Pass auf deinen Kopf auf. 30 Kilometer nördlich von Tondo in der Provinz Bulacan entsteht die neue Stadt für die Slumbewohner auf der grünen Wiese. Damit will der Staat sein bisheriges Versagen wettmachen. Wir bauen gerade 2749 Wohneinheiten. In Phase 1 errichten wir ein Grundschulzentrum. Und wir haben auch Einrichtungen im Abschnitt 2, wie eine weiterführende Schule, einen Kindergarten und ein Gesundheitszentrum. Mit der Unterschrift unter den Kaufvertrag erschließt sich eine neue Welt für die Familie Wongpatel. Für gerade mal 4 Euro im Monat können sie in den nächsten Jahren in ihrem neuen Haus wohnen. Für die strenggläubigen Katholiken sind die Heiligenstatuen die wichtigsten Einrichtungsgegenstände in den kahlen 4 Wänden. Projektmanager Ramon Paragas von der Nationalen Wohnungsbehörde setzt mit seinen Mitarbeitern den ehrgeizigen 4-Jahres-Plan der Aquino-Regierung um. Heute haben wir schon 320 Familien aus der Köhler-Siedlung in Tondo umgesiedelt und 845 Familien von der Road 10. Sie sind in den Ort Bulacan umgesiedelt worden, der sehr hoch liegt und frei von Überschwemmungen ist. Die Leute werden mit Förderprogrammen zur Umschulung und Existenzsicherung versorgt. Mit dem Weben von Teppichen verdienen die Frauen nicht viel. Der Verdienst ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber besser als nichts. Nicht immer läuft die Umsiedlung für die Bewohner glimpflich ab. Hier im Bezirk Valenzuela wurde für den Bau eines geplanten Einkaufszentrums willkürlich zerstört. Die Abrisstrupps kamen ohne Ankündigung im Morgengrauen. Die Bewohner stehen vor dem Nichts. Wenn du siehst, was da passiert ist, es ist einfach zu viel. Alles haben sie kaputt gemacht. Wir haben versucht, mit dem Leiter des Abrissteams zu sprechen, weil wir noch in unserem Haus waren.
Dann habe ich ihn angefleht, dass wir unser Haus selbst abbauen, damit wir unsere Sachen retten. Da haben sie uns nur ausgelacht und das Haus zerstört. Vom Staat haben die Slumbewohner nie etwas bekommen. Jetzt wendet sich ihr Leid in Gegenwehr. Sie gründen eine Bürgerinitiative. Zwischen den Überresten ihrer Häuser wählen sie gemeinsam einen Sprecher. Wir gehen hier nicht weg, bevor der Bürgermeister uns sein Haus gibt. Und wenn sie unsere Häuser 10-mal zerstören, werden wir hier nicht weggehen. Wir haben keinen anderen Ort, wo wir hingehen können. Das ist unsere Forderung. Wir müssen ein anderes Haus haben, bevor wir hier weggehen. Es hat sich herumgesprochen, dass die neuen Häuser der Regierung in Bulacan ganz gut sind. Renaldo möchte sich selbst ein Bild von der neuen Siedlung machen. Er besucht seinen alten Nachbarn. Hallo Alex, wie geht's? Ist das dein Haus? Es ist so schön. Ja, es ist gut. Wir haben ein Waschbecken, eine eigene Toilette und eine Veranda. Und ihr braucht keine Angst vor einem Feuer zu haben. Und wir können noch eine Zwischenetage einbauen. Nelly und Alex sind nicht nur stolz auf ihr neues Haus, sondern auch darauf, dass Alex einen Job als Wachmann gefunden hat. Seitdem wir hier wohnen, geht es uns sehr gut. Die Umgebung hier ist sehr schön. Unsere Kinder sind sicher und nicht mehr in Gefahr. Es gibt keinen Staub und Schmutz und keine Abgase von den Autos. Nellys Töchter Anna Rose und Lila Rose fahren am Nachmittag durchs Viertel und bieten frisches Brot und Kuchen an. Ein notwendiger Zuverdienst. Nelly verkauft kleine Spaghetti-Portionen in Plastiktüten in der Nachbarschaft. Nelly schätzt ihre neue Umgebung, besonders wegen der Sauberkeit. Das Wasser hier ist okay und es ist sehr nah an unserem Haus. Wir können es jeden Tag gebrauchen. Es ist umsonst und so leicht zu bekommen. Renaldo informiert sich direkt im Büro der Nationalen Wohnungsbehörde über den Kaufvertrag und den Preis. Das hier ist der Finanzplan. Es beginnt mit dem ersten Jahr bis zum vierten Jahr. Da musst du jeden Monat 200 Pesos bezahlen. Gerade mal 3,50 Euro im Monat. Renaldo ist überzeugt, so billig wird er nie wieder an ein neues Haus kommen. Nellys Töchter bekamen schnell einen Schulplatz. Für die Kinder ist die neue Umgebung auf dem Land ein Paradies. Dennoch, einige Slumbewohner gehen zurück in die Gefahrenzonen, trotz Schmutz und Elend. In der Köhlersiedlung am Hafen können sie mit dem Schwelen von Holzkohle schnelles Geld machen. Im Müll findet sich immer etwas Brauchbares, für das sie ein paar Pesos bekommen. Wir haben zwar ein Haus in Bulacan und wir waren auch ein paar Tage da, aber dort haben wir kein Einkommen. Die Behörden sagten, dass wir im Reisfeld arbeiten können, aber der Besitzer hat uns rausgeschmissen, weil ich die Arbeit nicht richtig gemacht habe. Viele Familien werden wohl noch eine Weile mit den extremen Gesundheitsrisiken im Slum und den Gefahren der nächsten Taifune leben müssen. So wie Ricardo Musicampo und seine Familie. Ich habe kein Haus zugeteilt bekommen. Jetzt bleibe ich so lange hier, bis die Abrissteams wiederkommen. So lange muss ich eben von der Holzkohle leben. Fast 20.000 Menschen hat die Regierung bereits umgesiedelt. Für weitere 80.000 gibt es nur Umzugspläne. Die anderen 900.000 Slumbewohner können von einer besseren Zukunft nur träumen. Und jetzt in die USA. Das Mädchen war 17 und zu betrunken, um sich zu wehren. Ihre Mitschüler fuhren sie von einer Party zur anderen, vergewaltigten sie immer wieder. Und am Ende prahlten sie mit Fotos von der Tat auf Twitter. Es sind Fälle wie dieser, die Amerika zwingen, endlich hinzusehen auf das, was sich da an Schulen und vor allem Universitäten abspielt. Oft liegt der Unicampus weit abgeschieden vom Rest der Welt. So weit, dass ihre Regeln und Gesetze dort nicht mehr zu gelten scheinen. Die Fraternities, die mächtigen Studentenverbindungen, sind schon lange berühmt und berüchtigt für ihre brutalen Aufnahmeriten und ihre Trinkgelage. Partys, die offenbar immer öfter mit der Vergewaltigung einer Studentin enden, mit der der Täter davor noch in der Vorlesung saß. Herrscht in den USA also tatsächlich eine Rape-Culture, eine Kultur der Vergewaltigung?